Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schon wieder ein Infovideo von mir heute. Am selben Tag, ist kaum zu glauben, ja. Aber heute möchte ich mich mal ein bisschen mit dem neuen YouTube-Design beschäftigen. Und dem lieben süßen Bug von Camtasia. Nein, heute geht es ausschließlich um YouTube und das neue und wunderbare fucking behinderte YouTube-Design. Ja, vielleicht ist es dem einen oder anderen ja durchaus schon aufgefallen, ja, dass ich ziemlich schwul rede und dass das YouTube-Design behindert ist. ja, hallo erstmal. Ich denke, ich habe jetzt genug rumgealbert. Ja, YouTube hat ja ein neues Design, seit heute, glaube ich. Seit wie viel Uhr genau, weiß ich nicht. Habe es halt heute dann festgestellt. Ja, es ist eigentlich so ziemlich alles neu. Man ist auf der Startseite jetzt total anders vertreten, im Kanal anders vertreten, beim Video hochladen anders vertreten und ich muss mal so sagen, kein einziges Teil davon ist gut. Es ist einfach nur alles schäbig gemacht. Wir fangen einfach mal mit der Startseite an. Zum Beispiel, was mich gleich am Anfang mal gestört hat, ich brauche den Kack hier nicht. Wofür brauche ich Abos, Kack, Teil, Informationen? Die weiß ich, wenn dann, oder sonst suche ich sie, brauche ich auf der Startseite nicht. Das kann von mir aus nach oben, passt. Empfohlene Kanäle brauche ich nicht, leck mich damit am Arsch. Oder sonst wo. Und was mich auch übelst aufregt ist, ich kann die einzelnen Videos nicht mehr wegklicken. Das heißt, wenn ich jetzt irgendein Video habe, und das ich nicht anschauen will, zum Beispiel von Roster's Teeth, schaue ich grundsätzlich nur Halo Reach, Fails of the Week und Halo Reach, Pick oder Horse, Achievement Horse. Und alles andere, was die bringen, und die bringen schon relativ viel, Machinima oder Machinima, wie auch immer man es ausspricht, bringt 10-mal so viel, aber ganz ehrlich, wenn man Maschine mal abonniert, der ist ja auch total bescheuert, oder? Weil ich meine, da gibt es so viel Kacke, das kannst du gar nicht alles anschauen. Aber Rooster's Teeth interessiert mich auch vieles nicht, eben nur gesagt Halo, weil das echt richtig geil ist, vor allem wie das kommentieren immer. Hello everyone, this is Jack and Chef from AchievementHunter.com, AchievementHunter.com. And today we do Halo Reach First of the Week 40, I guess. Oh no, it's 45. Yeah, and Jake, bla bla bla, so halt dahin. Und das macht echt riesen Bock. Und früher, bei dem alten Kanaldesign, konnte man dann auf ein kleines X drücken und dieses behinderte Video verschwinden lassen. Wie ihr seht, ist kein X da. Das heißt, es wird jeden Tag immer diese Seite hier da sein und wahrscheinlich auch voll sein. Wahrscheinlich, außer jeden Tag um 0 Uhr 000. Fängt dann eine neue Seite an und erst wenn man dann sehen möchte, was man gestern kam, muss man auf Weiterladen klicken. Aber mal ehrlich, das ist doch so behindert. Ich meine, gut, natürlich habe ich viel abonniert, aber das interessiert mich nicht, das interessiert mich nicht. Habe ich auch nicht angeschaut, brauche ich nicht, kann ich eh nicht gewinnen. Alex Bexi, naja, schon langsam wird es ein bisschen nervig. Giga, ja gut, immer mal einen Blick wert, aber auch nicht alles. Minecraft Sand zurzeit seit, keine Ahnung, 40 Folgen nicht mehr. Champ Chong, ja gut, bringt immer mal ein gutes Video. Aber auch nicht alles jetzt angeschaut. Giga, wie schon gesagt. Iblali natürlich, der wird angeschaut. Alligator24 natürlich, wenn man Iblali abonniert, sollte man den auch. Klicksum habe ich immer nur noch deswegen abonniert, weil ich dachte, dass irgendwann mal Grund vielleicht doch mal käme. Aber den sollte ich jetzt echt mal wieder deabonnieren, das wird echt zum Kotzen. Commander Krieger, natürlich habe ich jetzt auch eben vorher mal die 45 Minuten von ihm da angeschaut über das neue YouTube-Design. Und das hat mich dann eben auch dazu inspiriert, oder wie man dazu sagen möchte, auch ein Video dazu machen. Weil ich finde es auch nicht gerade besonders gut. Ja. Alberto natürlich, Gronkh, gut. Ich muss sagen, dass ich seit der Folge 400 ungefähr nicht mehr alle Videos von ihm angeschaut habe. Ich habe echt, glaube ich, bis zur Folge 400, 410 oder so wirklich jede Folge angeschaut. Und zwar am Stück, also nicht am Stück, sondern halt quasi, wenn ein 15-Minuten-Video da war, habe ich halt die 15 Minuten durchgeschaut und nicht irgendwie dann mal auf 12 Minuten vorgespult und auf 14 Minuten und so. Und ja,
Giga, Top 100 habe ich schon angeschaut, Minecraft, das sind alles so Leute, die man gerne mal anschaut und so. Freddy natürlich, Doc M, ja, hallo, muss sein. Team Mojang ist klar, aber Fine Brothers muss auch sein. Aber nun ja, jetzt hat man den ganzen Scheiß hier auf der Startseite, keinen interessiert's und wir müssen damit leben. Gut, dann schauen wir doch mal weiter zum Video hochladen. Und, WTF, Leute. Das ist, wenn ich ein Video hochlade. Ich kann mal schauen, ob ich es gerade irgendwie hinbekomme. Da seht ihr gerade, Clip 89 habe ich als letztes hochgeladen. Ich kann euch ja schon mal. Wisst ihr was? Ich mache euch schon mal einen kleinen Vorgeschmack. Ich lade jetzt in dem Moment mal Clip 90 hoch. Und dann könnt ihr gleich mal schauen, wie das Scheiße aussieht und wie ich das mache. MW2 Clips. Da war ein großes zu viel. Die Nummer 90. Ich kann ja schon mal was sagen. Die Folge 100 wird richtig awesome. Gut, habe ich damals aufgehoben. Ja, ihr seht, es ist alles ganz anders. Da oben steht jetzt irgendwas nur noch von Prozenten. Wo ist Minutenangabe? Fehlt komplett. Das fand ich übelst wichtig, damit ich wusste, eine Folge Turn of Man, zwei Folgen Turn of Man, ganz was anderes machen, zwei Bier trinken, vier Bier trinken, alles sowas. Alles weg, alles total für den Arsch. Kategorie jetzt da drüben, Spiele, ja, ist aber nicht zum Spiel, sondern der Leute Blogs, kreativ Änderungen speichern. Ja, super. Wow. Aber keine Uhrangabe, kein gar nichts, nur wird hochgeladen in Bearbeitung. Wird in Kürze zur Verfügung gestellt. Vielen Dank. So. Dann schauen wir doch direkt mal zu meinem Kanal weiter. Und ich werde es euch am besten eigentlich gar nicht zeigen, beziehungsweise ich werde es euch natürlich zeigen, aber ich tue es nur extrem ungern, weil es ist ja echt so ein Scheißdreck, oder? Machen wir mal gleich mal hier. Ach, ist noch nicht da, okay. Dann tun wir mal das neue Kanaldesign testen. Ja. Feedback geben. Ich gebe dir gleich so ein Feedback. Ey. Ich muss noch das von, was der liebe Commander Krieger geschrieben hat, da unten in seinem Video, muss ich auch noch ein Feedback schreiben. Das werde ich auch unten in die Kommentare, in die Videobeschreibung posten. Das sollte dir am besten auch an Feedback weitergeben, an YouTube quasi das schicken und denen mal gehörig den ihre eure Meinung sagen, wenn ihr auch meiner Meinung seid, dass ihr das YouTube-Design alles andere als gut findet. Und ich glaube, mein Internet Explorer bzw. mein Firefox hat sich aufgehunkt. Process beenden. Genau. So. Und wieder weiter geht's. Ich hoffe, jetzt passt's. Ja. Halt die Fresse gleich mal zu Beginn. Hier seht ihr mal das super neue Kanaldesign, das total übersichtlich ist, natürlich. WTF, Leute. Das kann ja wohl nicht euer Ernst sein, oder? Angesagtesten Playlists, Vlogs, Infos, Lustiges. Als angesagt ist das. Das kann überhaupt nicht sein, ja. Es ist so ein Schwachsinn. Ah, Gott, Mitglied seit 19.03. Wen interessiert's, Mann? Ich war mindestens 5 Monate auf diesem Kanal inaktiv, bevor ich mein erstes Video gemacht habe, einfach nur als die, um diesen Kanal als Zweitkanal zu haben, ja. Sorry, aber das ist doch echt Feed. Wer geht darüber? Interessiert keinen, Mann. Ja. So, wie kann ich jetzt Kanal bearbeiten? Zurück zum alten Kanaldesign, aber sofort, ey. Also ihr merkt schon, ist nicht gerade mein Lieblings. Wir können uns gleich mal hier kurz den Clip anschauen. Da muss ich aber mal kurz noch Pause machen, weil ihr seht ja das sonst nicht ganz. Ja, machen wir es doch so. Aktus. Oi, wie Quickscopes. Ah, Iceman, hast du toll gemacht. Aber nerven tust du trotzdem mit deiner Stimme. So. Wow, da hat er schon gleich 3 Aufrufe, ist ja Wahnsinn hier. Info bearbeiten. Dann habt ihr hier gleich mal einen kompletten Überblick, wie bei mir das so abläuft. Seite verlassen, Info bearbeiten. Strecke V. 90. Bewertung bei diesen Videos. Nein. Änderungen speichern ist jetzt
da oben, WTF, Dankeschön, YouTube, liebes YouTube, früher war es mal unten und oben, nur noch oben rechts, ey. Naja, alles ganz ruhig. WTF denkt sich, wer denkt sich so eine Scheiße aus, ey? Na gut, CODs, Videos hinzufügen. Wunderbar. Na gut, dann zwei Kommentare. Wer schreibt dir denn so? Send it to bla bla bla. Play private match plus drag scope kitten scream. Ich kenne den COD Shot Day nicht, aber ich werde es mir auf alle Fälle immer merken. Wisst ihr was, das mache ich jetzt auch gleich noch mit euch. WTF, da gehen wir gleich mal einen Daumen runter und ein Spam. Ich hasse solchen Scheiß. So ganz oft, ich bin, ist total oft, dass wenn ich unter irgendeinem Video sehe, auch wenn ich der Meinung bin, da steht dann irgendwie, hey, geh doch da und dahin, ist bestimmt viel cooler. Und ich bin der Meinung, genau dasselbe will ich auch schreiben, aber da steht noch dabei, Daumen hoch, damit ihr seht, gebe ich einen Daumen runter und mache es als Spam. Weil ich hasse so einen Scheiß von Daumen hoch, erster. Ey, Leute. Ja, ja. Und schon nächster Outland für circa 5 bis 10 Euro zum Downloaden auf Xbox oder PS Store. Hallo, wir spielen auf dem PC. Ja, ich habe eine Xbox, da habe ich auch alle sämtlichen Spiele. Aber ich kann es nicht aufnehmen, weil ich keine HD-PVR habe. Irgendwann werde ich euch mal ein Xbox-Gameplay liefern, wenn ich dann mal die HD-PVR habe. Das wird aber noch ein paar Days dauern, ja. MW2, Halo Reach, ja gerne, aber Halo gibt's nur auf der Xbox, Leute. MW2 habe ich, aber das Let's Play, stimmt, davon könnte ich eigentlich auch mal ein Let's Play machen. Sollte ich mir mal überlegen. Ja, das könnten wir jetzt eigentlich eh gleich noch durchgehen, das Video hier, machen wir jetzt hier einfach mal Stopp und schauen uns einfach mal alles so an. Ich habe nämlich auf keinen Kommentar bis jetzt geantwortet. Entschuldigung. MW2, Halo Reach, Batman Arkham City, Payday, okay, ich kann es super lesen. Overlord, Dead Island, Dead Space 2, ja, Dead Space 2 habe ich für die Xbox, genauso wie Dead Space 1. Wenn ich mal eine HD, ja, wisst ihr schon. Crysis 2 kenne ich keinen und Crysis 2 soll eh nicht so gut sein. Team Fortress, nein, kein Multiplayer. Ich möchte Kampagne spielen bei Let's Plays. Battlefield 2. Ja. Schauen wir mal. Vielleicht finden wir das irgendwo ganz gut so. Schauen wir mal. Aber Battlefield 2. Ich habe noch nie so wirklich Battlefield wirklich groß gespielt, außer eben jetzt Bad Company 2 und Dingsens eben. Ja, Battlefield 3, wobei da auch nicht so wirklich viel. Ich bin, glaube ich, noch nicht mal Level 10. Liegt daran, weil einfach MW3 danach rauskommt und ich kaum Zeit habe zum Zocken. Leute, MW3, gleich mal so vorweg, kann ich kein Let's Play machen, weil erstens, ich habe es für die Xbox, werde ich irgendwann mal natürlich noch, wenn ich dann die HD-PVR habe und so weiter, werde ich dann natürlich dann irgendwie COD4, COD6 also und COD8 quasi alle MW-Teile einmal komplett von vorne bis hinten durch Let's Playen. Allerdings, wie gesagt, wird es da noch ein bisschen dauern, bis ich das hab. Need for Speed Most Wanted. Voll geil zwar, als aber so viel Fun. Und Leute, das weiß ich. Ich habe das Spiel für den PC einmal gehabt. Dann ist aber die CD kaputt gegangen, beziehungsweise sie war halt so zerkratzt schon vom Spielen. Nämlich, ich habe damals, der Need for Speed Most Wanted war so ziemlich mein erstes Rennspiel. Davor kam Underground 1, Underground 2 habe ich nie gehabt und dann kam Need for Speed Most Wanted und das habe ich damals noch auf dem Windows 2000 PC gespielt, ja, also ist schon ein bisschen her. Ich habe sogar noch meine alten Spielstände, das ist Luxus, beziehungsweise damals halt und heute. Ich glaube, ich habe 4 Spielstände noch oder so. Dann habe ich es später mal, also eben zur Zeit habe ich es immer noch für die Xbox. Da habe ich es, glaube ich, nur einmal durchgespielt bis jetzt, allerdings habe ich es erst auch einem halben Jahr oder so einmal durchgespielt und das zweite Mal, keine Ahnung, bin jetzt Platz 6 oder so, musste ich auch mal wieder neu weiterspielen, aber naja.
Weil ich liebe Most Wanted, ist meiner Meinung nach das beste Need for Speed. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich habe so ziemlich alle Need for Speeds gehabt. Ich habe Need for Speed, also ja, alle. Ab einem bestimmten Alter halt. Also Need for Speed Underground 1, Underground 2 leider nicht. Ich habe damals angefangen mit Need for Speed 1 oder nee, Need for Speed 2 war das mit dem McLaren F1 gewinnt oder sowas. Dann habe ich mir damals Most Wanted Carbon, habe ich selber die Kampagne nie ganz durchgespielt, sondern nur immer beim Kumpel. Wobei die Kampagne habe ich dann auf Nintendo DS durchgespielt, wobei man das ja eigentlich fast nicht zählen kann. Genauso habe ich dann, was kam dann nach Carbon? Oh Gott, muss ich schon. Pro Street kam auch raus danach, glaube ich. Habe ich für die X, nee, für nicht für die Xbox, für die PSP gehabt. Ein Scheißteil war das. Pro Street hat mir überhaupt nicht gefallen. Dann kam, glaube ich, Undercover raus. War nicht schlecht, habe ich für die PS2 gehabt. Fand ich ganz gut, aber kam leider auch nicht an Most Wanted heran. Und nach Undercover kam Shift, glaube ich. Shift 1 habe ich auch, ja. Habe ich durchgespielt. Nicht schlecht, aber mir gefällt dieses Open World besser als dieses Rennstrecken. Und eigentlich habe ich mir seit Shift 1 nicht kein Need for Speed mehr gekauft. Ich habe mir kein Need for Speed World, kein Need for Speed Shift 2, kein Need for Speed Hot Pursuit habe ich mir auch nicht gekauft. Das wollte ich eigentlich schon ziemlich sicher festgestellt gewesen, dass ich das mache. Dann hat es aber ein Kumpel von mir auf der PS3 gekauft und ich so, ja, und wie ist es übelst cool, oder? Mit Lamborghini und so alles. Es ist so langweilig. Dann habe ich mir gedacht, ja gut, spiel es lieber erstmal kurz bei ihm. Und ey, die Lenkung fand ich schon wieder so scheiße und alles und naja, hab's mir dann doch nicht gekauft. Ja, jetzt kommt ja dann irgendwie oder ist schon draußen Need for Speed World oder so oder das Rennen um dein Leben oder irgendwie so ein Scheiß. Nee, hab eigentlich gar keinen Bock mehr. Das richtig geilste Need for Speed wäre, wenn es eins rauskommen würde, wäre, wenn die Map von Carbon und Most Wanted, also die Landschaft zusammen, gemixt wäre mit den allen, also mit allen Autos aus den sämtlichen Need for Speeds plus dem Tuning von Carbon, weil das Tuning von Carbon fand ich übelst cool mit dem allen möglichen Höhen anpassen und so. Aber mit der Story so ähnlich wie von Most Wanted. Versteht ihr? Und die Musik sollte auch so eher von Underground Most Wanted eher so in diese Richtung sein. Ja, dann könnt ihr von mir aus 100 Euro für das Spiel verlangen, das kaufe ich mir. Wenn die Fahrphysik stimmt. Nicht so wie bei diesem behinderten Kackspiel, das ich auch für die Xbox habe. Ich weiß, da werde ich jetzt mit Sicherheit einigen vom Kopf stoßen. Und zwar heißt es Forza Motorsport. Da bin ich absolut kein Fan davon. Forza Motorsport 3 habe ich für die Xbox. Ich finde das Spiel so scheiße. Ich habe da, glaube ich, 5G oder so. Das war irgendwie Starter oder so, das Spiel oder so ein Scheiß. Nee. Die Lenkung ist so behindert. Kann ich nichts damit machen. Okay, jetzt mal ein bisschen lang vom Thema abgewichen, aber für die zwei Leute, die noch zuschauen, Saints Row The Ride, es ist das geilste Spiel. Ja, kann ich mir mal anschauen, kenne ich so nicht. Also vermutlich werde ich da auch Schwierigkeiten haben, das zu bekommen, je nachdem, wie viel das kostet oder so, irgendwie schauen. Kann das sein, dass es mal eventuell davon was bekommen? Battlefield 3 oder Modern Warfare 3 wäre nochmal geil. Ja, durchaus, finde ich auch. Habe ich beides durchgespielt und alles. Auch beides an einem Tag. 4,5 Stunden, 5,5 Stunden gebraucht für die Kampagne. Nur wie gesagt, Xbox. WoW, du hast ja wohl einen Vogel, dafür gibt es gleich mal einen Daumen runter. Tut mir leid. Age of Empires 3 Battles. Oh, Age of Empires, da hatte ich damals das Zweier. Ich habe das so übelst gesuchtet. Das Age of Empires 2, das ganz normale, ohne ganzen Erweiterungen, ohne Age of Empires 2 Rom oder so, sondern einfach nur das erste Age of Empires 2. Ein richtig geiles Game, ey, Wahnsinn. Das stand gerade da, Stronghold 1. Gab's da nicht, oder Stronghold Crusader 2, oder war das dann schon das zweite oder so? Ich habe kein einziges Stronghold gespielt. Ja. Sollte ich mal nachholen. Schauen wir mal, wie das so ist, und dann schauen wir mal. Vielleicht gibt es da auf YouTube ein paar Videos, dann schaue ich mir das mal an. MB3 wäre ganz nice, habe ich schon beantwortet. Need for Speed Most Wanted. Ja. Kostet 5 Euro, macht richtig Fun. Ja, ich hab's und ich weiß, dass es richtig Fun macht. Das könnten wir durchaus mal überlegen, ob wir das nicht spielen als Let's Play. Es werden natürlich dann auch einiges an Parts,
Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das dann so gut ist mit von wegen Just Cause 2, warum wurde das als Spam gekennzeichnet? Nein, ist kein Spam. Aber Just Cause 2. Ja, da glaube ich, brauchen wir auch ein bisschen länger, oder? Wobei, bei man nie was Most Wanted brauchen wir auch ganz schön lang, oder? Wenn wir überlegen, wir brauchen 10 Millionen Kopfgeld für unseren berühmten Nummer 1. Aber Spaß machen wir es mal schon. Ja, ich denke eigentlich, dass wir Most Wanted nehmen sollten. Darauf hätte ich jetzt mal so, wenn ich mir das alles mal so durchschaue, eigentlich am meisten Bock bis jetzt. Du bekommst mir nochmal einen Daumen runter. Und ich frage ihn mal, wie kommst du darauf, dass ich das spielen werde? Nicht böse gemeint, aber damit kannst du mich jagen. Okay, ja, ich denke, ich werde mich jetzt von euch verabschieden, war ja doch wieder ein langes Gelaber-Video. Sie sind der 305. Aufrufe. Und ja, ich hoffe, da muss ich dann wieder unten dann ein neues Bild hineinfügen. Ja, das waren Zeiten. Aber ich bin immer noch sau dankbar über das Kanaldesign. Habt ihr auch hier schön verlinkt. Der Killer Jumper, nicht? Und natürlich Doc M und Minecraft-Experte.de. Ja, ich verabschiede mich jetzt von euch. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen dieses Info-Flockschrott, da würde man jetzt mal so sagen, gefallen. Ich habe ein bisschen meinen Dingsens rausgelassen. Das Zeug vom Commander Krieger, wie gesagt, werde ich unten in die Videobeschreibung posten. Wenn ihr auch meiner Meinung seid, dass das neue YouTube-Design scheiße ist, schreibt einfach der Feedback und kopiert es einfach rein, fertig. Und ja, ich denke, wir sehen uns dann im nächsten Video, morgen. Da kann ich schon mal so viel verraten, es wird ein Spezial, ja. Also, wer dieses Video bis zum Ende geguckt hat, weiß, dass es morgen ein Spezial geben wird. Ja, okay, dann könnt ihr mich noch abonnieren. Da unten bei Achievement Get kommt ihr direkt dahin. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen Abend. Im Moment ist es 20:04 Uhr bei mir. Habe ich alles weggeschnitten. Und ja. Bis dahin, euer Hodenkrebscreme. Tschaußen.